Herzlich willkommen zu Timos Lichtblick, die Wochenenergie vom 10.06. bis zum 16.06. Und wie ihr wisst, werden wir bei diesem Wochenorakel ohne groß rumzureden anfangen. Daher lasst uns gleich in den Wochenanfang starten. Und wie immer beginnen wir mit einer Orakelkarte. Dieses Mal ist es die Seelenpartner-Orakelkarte. Ihr könnt auch hier alles wieder live im Bild da sehen, wie immer. Schenkt euch kostbare Zeit. Mit unseren Partnern ist in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander zu reden. So, liebe Damen und Herren, hier könnt ihr die Karte nochmal etwas genauer betrachten. Es geht jetzt darum, sei es in der Liebe oder in Freundschaften, die Kommunikation muss stimmen. Die Kommunikation soll auch im Ausgleich da sein, so zuhören wie auch sprechen dürfen. Aber es fordert intensives Zuhören, damit du auch wirklich erwarten kannst, dass man dir intensiv zuhört. Das heißt, verschließe nicht die Ohren oder beginne nicht an irgendwas zu denken, wenn jemand, mit dem du in einer wichtigen Beziehung steckst, mit dir spricht. Weil meistens sind es kleine Details, die oft überhört werden, wo dann in Unstimmigkeiten nach geraumer Zeit wieder überschwingen. Und was sagt die Karte noch zu uns? Die Karte sagt, dass wir in den Erfolg gehen können, in die schönen, wirklich guten Verbindungen und dass die Verschlossenheit sich lösen kann, weil es Menschen in unserem Leben gibt, die wirklich darauf bedacht sind, dass wir schöne Momente haben und gerade dann, wenn die Kommunikation gefördert werden kann und wenn die Kommunikation und auch diese Beziehungen wieder gefestigt werden, sei es Partnerschaft oder Freundschaft, auch auf der Arbeit mit Arbeitskollegen, dann ist es wirklich so, dass wir für uns selber ein viel leichteres Miteinander haben. Und gerade nächste Woche geht es sehr viel um Kommunikation. Es geht aber auch sehr viel darum, wie stehe ich zu meinem Gegenüber. Hier geht es gar nicht um Vergangenheitsarbeit oder innere Kindarbeit. Hier geht es wirklich, wie stehe ich im Hier und Jetzt zu diesem Menschen, der mir präsent gegenübersteht, sei es Freundschaft oder in der Liebe. Und da entwickelt sich dann auch sehr, sehr vieles. Richtung Wochenmitte wird man merken, dass sich das dann ein bisschen umschwingt in die wirklich emotionale Bindungssicht zu demjenigen. Aber da schauen wir gleich drauf. So, in der Wochenmitte angekommen, haben wir jetzt das Heilungsorakel der Engel parat für den Energieimpuls. Was wollen die Heilungsengel uns sagen? Und da steht ganz groß die Unabhängigkeit. Und wenn ich zu euch sage, dass es darum geht, unter welcher emotionalen Bindung ihr seid, werdet ihr merken, nur wenn ihr unabhängig von dieser Person seid, könnt ihr mit dieser euch auch frei entfalten. Das heißt, nicht, dass die Stimmung manchmal nicht voneinander abhängig sein darf, aber du musst immer noch für dich selber sagen können, dass du deinen Weg gehst, zwar mit diesen Menschen zusammen und man findet auch viele Kompromisse, aber am Ende stehst du immer für dich selber und es wird im Leben immer so sein. Das hat, egal ob es deine Eltern sein werden, deine Kinder sein werden, dein Partner, deine Arbeitskollegen, am Ende musst du immer für deine Entscheidung gerade stehen, niemand anderes. Daher sollten wir immer auch mit Bedacht wählen, wie wir reagieren in manchen Aktionen und ob jede Aktion auch immer eine Gegenreaktion erfordert. Und genau darum geht es jetzt in der Wochenmitte. Es geht in der Wochenmitte um Situationen, die gemeistert werden mit diesem Menschen, aus Bedacht der Vergangenheit. So, es wird dich sehr das Ego triggern aus deiner Vergangenheit. Aber es sind Herzangelegenheiten. Es sind Herzangelegenheiten. Bei mir liegt da, in der Hellsicht liegt da Finanzielles und Ex-Themen drin, so, die kleinen Schritte der Liebe ein bisschen wieder in die Abhängigkeit bringen wollen. Passiert aber nicht. Die Listigkeit ist noch dazwischen. Und wir wissen ja, dass es manchmal das Schwerste ist, gegen das eigene Ego anzukämpfen. Was heißt es jetzt für diese Beziehung? Sei es Partner oder Arbeitskollegin oder Freundschaft, mit der Unabhängigkeit voran. Heißt es, steh für dich ein, wähle aber Kompromisse. Weil wenn du dich entscheidest und du entscheidest zu streng gegen irgendjemanden, dann ist es auch eine emotionale Überreaktion, was wir nicht gebrauchen können auf dieser Welt. Weil aus einer emotionalen Reaktion folgt immer
zu 90% ein schlechtes Gewissen. Und das hat sehr, sehr viel mit dem inneren Kind zu tun und das hat auch sehr, sehr, sehr viel mit Lernthemen und Lernprozessen zu tun. Wenn du jetzt angenommen ein finanzielles Thema hast oder ein Verlustangstthema, dann wirst du, wenn du in der Verlustangst gerade steckst und du teilst es jemandem mit, Freund, Partner, egal was, dann machst du es damit noch schlimmer, weil du machst jemanden für etwas verantwortlich, wofür er gar nichts kann. Hast jetzt zum Beispiel ein Finanzthema und hast immer Angst, dass du kein Geld hast zum Beispiel, dann steckst du da voll drin und reagierst überemotional, wo du dir im Nachhinein dann wieder denkst, warum mache ich das immer? Deswegen Lernprozesse, vor allem mit Menschen und Partnern, die jetzt in dieser Woche drin liegen, ist ganz wichtig, darauf zu achten, nicht zu viel Herz reinzustecken und nicht zu viel Emotionalität reinzustecken, sondern wirklich mal probieren, den Lernprozess anzunehmen und den Verstand abzuschalten, dein Lernthema wirklich dir ansehen und überlegen, wie soll ich nun reagieren? Keine überschnellen Reaktionen auf eine Aktion. Und wenn dir was Spanisch vorkommt, Wochenmitte, das wird sehr, sehr viel jetzt der Fall sein diese Woche, dann nicht hinterfragen, sondern gehe auf die Situation direkt ein. Gehe drauf ein. Hinterfragen ist immer so wie nicht glauben wollen oder dem anderen nicht vertrauen. Aber das sollst du deinem Gegenüber nicht signalisieren. Du sollst ihm signalisieren, dass du ihm vertraust und dass du auch für ihn da bist. Deswegen bitte auf die Situation eingehen und nicht hinterrücks fragen, um den anderen dann etwas schlechter hinzustellen. Aber unabhängig bleiben dabei. Das ist ein ganz kompliziertes Thema diese Woche, aber es ist sehr, sehr wichtig für uns alle, weil wir im Bewusstsein so groß springen können. Es sind so wundervolle Frequenzen, so wundervolle Energiewellen diese Woche. Da müssen wir die Chance nutzen als Menschheit und wirklich vorankommen. Und so schnell sind wir dann auch schon wieder beim Wochenende angelangt. So, das Wochenende beginnt mit der Seelenreichkarte. Wunderschöne Karten wieder. Sei über die dunklen Tage des Lebens erhaben. Kämpfe nicht, sondern vertraue. Das Licht kehrt immer zurück, wie es wieder einmal passt zu den ganzen Worten, die ich schon von mir gab heute. So, und was liegt da noch in den Lenormand-Karten? Hier. Die Listigkeit probiert auf die Stärke zu schauen. Wenn du aber stark bleibst, wirst du die gute Nachricht erhalten. So, wir werden schlauer davon gehen, wenn wir in der Stärke bleiben, wenn wir wirklich darauf bedacht sind, dass man uns nicht immer Böses möchte, kann die gute Nachricht am Ende doch zu uns gelangen. Und die gute Nachricht wird einfach sein, dass es eine Bindung auf die Ewigkeit ist. Auch wenn du da viel, viel dran zweifelst und wenn auch dein ganzes Drumherum manchmal wirklich was anderes aufzeigt, ist es so, dass es in Freundschaft und Partnerschaften was für die Ewigkeit ist. Wenn ihr auf dieser Wellenlänge diese Woche kommunizieren könnt, wenn ihr ins Vertrauen geht und wenn ihr auf die Situation mit eingeht und in eurer Stärke bleibt und nicht vom Ego oder von der Vergangenheit, getriggert werdet, damit ihr ins Misstrauen geht und hinterfragen werdet. So, was will uns das Ganze jetzt sagen, die ganze Woche, so zusammengefasst? Bleib im Vertrauen, bleib aber unabhängig und vor allem bleib in deiner eigenen Stärke. Tabuthemen diese Woche sind die Vergangenheit wieder aufleben lassen, weil Vergangenes ist vergangen. Du kannst es jetzt heilen, indem du redest. Das heißt, du vertraust dich wieder an, geh ins Vertrauen. Wenn der andere jetzt die gleiche Frequenz hat wie du, die gleiche Empfangsfrequenz, dann wird er nicht hinterfragen, dann wird er nicht auf dir rumtrampeln, sondern er geht auf die Situation mit ein und so schließt sich ein Kreis. Du kannst verarbeiten, wie auch du kannst auch der Zuhörer sein. Deswegen hatten wir am Anfang zuhören, wie auch reden im Gleichklang muss es sein, ja? Und wir haben natürlich stark bleiben und für uns selber natürlich nicht abhängig an jemand anderem machen. So, und da das Ganze eine wundervolle Woche sein kann, aber auch sehr viel Streit auslösen kann, weil die Stärke gegen das Ego zu kämpfen ist nicht immer da und die Trigger sind manchmal auch ganz, ganz groß, ziehen wir doch jetzt wieder, wie immer, live noch eine Orakelkarte. Ich habe mich heute für die Universumskarten entschieden. Die finde ich immer ganz toll, gerade in so einer Energiewoche. Und dann schauen wir mal,
Wenn ich auf die gute Absicht des Universums vertraue, wird Frieden Wirklichkeit. Liebe Leute, wenn ihr im Vertrauen bleibt, dann wird alles gut diese Woche. Somit kann ich sagen, wir sehen uns heute Abend im Pfingst-Special-Stream mit einer Liebeslegung-Verlosung inklusive. Lest euch einfach den Beitrag im Facebook genau durch und denkt dran, jeder dritte Buchen, der bekommt 33%, gerade nur heute. Ich wünsche euch alles Gute. Timus Lichtblick sagt, bleibt immer da. Au revoir.